Heyo, dann kommen wir schon zu Teil 4 von meinem Unterwegs-Video. Beim Tagi sind wir ja jetzt fertig, da sind wir schon weg. Und der nächste Tag ganz in Ruhe beim René verbracht. Da habe ich nicht allzu viel gefilmt. Wo es dann aber nach den paar Szenen gleich weitergeht, ist dann auf der Festung Königstein. Und wie lange das Video geht, Leute, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe es noch nicht bearbeitet. Schauen wir ganz einfach. Tja, und im Hintergrund räuchert bei mir schon wieder der Grill. Da gibt's was zum Essen. Also, Filmchen ab. Leute, wie neu, oder? Wie neu. Mittlerweile haben wir es ja Montag. Irgendwas, Zähne, was weiß ich. Gefrühstückt, geduscht. Schon gemütlich zusammengehockt. Alles wunderbar. Der René hockt hier. Guten Morgen. Also, was ist, mit was wir heute weitermachen? Noch keine Ahnung. Aber morgen werden wir unterwegs sein. Da gibt's Kultur wieder. Mhm. Ja. Und ja, heute Grillschanki unterwegs Video. Einfach auf ein bisschen Fälle nebenbei mitfilmen. Auf alle Fälle einkaufen im Lidl. Ja, genau. Das ist eine Station, also. Reicht vollkommen. Ja. Reicht vollkommen. Da kann man so leckere Sachen zaubern. Mit dem hochbillig Supermarktzeug. Genau. Also Spaß beiseite. Nein, das ist das passt. Ein paar Sachen sind geplant. Ja, ein paar Sachen holen noch, einkaufen, shoppen. Und dann machen wir später was Leckeres zum Essen. Und hier läuft schon wieder das Video von gestern, wo da dieser Verrückte bei den total Bekloppten war. Naja, okay. Ihr wisst, was ich meine. Leute, wir sehen uns. Ich schalte einfach wieder mal irgendwann die Cam ein. 3, 4, 5. Und das Ganze werden wir erstmal verrühren. Und da werdet ihr schon merken, dass die 5 Löffel zu wenig waren. Oder eben das Gewürz zu viel. Also machen wir noch einen kräftigen Schluck hinzu. Gut, haben wir die Marinade fertig. Jetzt werden wir noch ganz schnell 2 weiße Zwiebeln schälen, weil die brauchen wir noch, um die Zwiebeln dem Fleisch mit zuzugeben. Also los geht's. Tja, und jetzt habt ihr mal gesehen, wie René hinter der Kamera sich wirklich anstrengt. Allein seine Gesten, ich finde es richtig nett. Nett. Ja, das war jetzt richtig nett anzugucken. Als ob du wirklich so richtig schön mit der Kamera sprichst. Ja, also René macht was Leckeres, was mit dem Gyros-Rub. Und naja, ich denke, wenn es fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Das komplette Video bei R und K Barbecue auf dem Kanal. Ja, so schaut's aus. So, René und Carina machen jetzt hier an der Feuerplatte weiter. Und ich freue mich jetzt echt schon aufs Essen. Micha, freuen aufs Essen? Ja. Schau mal hier. Es wäre schön, wenn du die Aufnahmen jetzt hier machen würdest. Okay, also Leute, ich muss die Kamera wechseln. Wie gesagt, ihr werdet das komplette Video beim René sehen. So, Freunde, hier gibt es jetzt richtig schönes Leckerchen. Gut, meiner sieht jetzt nicht ganz so schön aus wie den, was der René zusammengebaut hat. Aber den lasse ich mal jetzt schmecken. Und nicht in diesem Video, das müsst ihr beim René gucken, wie der schmeckt. Der wird für euch in seinem Video das Ding mit Sicherheit probieren. Mhm. So Leute, mich sieht man jetzt bloß noch so im Halbdunkeln. Ne, wird auch nicht so besser. Der heutige Tag wäre sozusagen beendet. Wir machen hier jetzt bloß noch eine gemütliche Runde. Aber morgen gibt es dann einen Kulturschock. Und ich weiß nicht, wie viel Detail das wird oder ob es überhaupt ein Mehrteiler wird, das Video. Bis zur nächsten Szene. So Freunde, jetzt haben wir es, oder heute haben wir es Dienstag.
und 9 Uhr und wir machen uns jetzt auf die Socken im Auto Richtung Königstein. Das ist so eine Riesenfestung und ja, da kriegt sie jetzt ein bisschen einen Kulturschock. Da filme ich ein bisschen, nicht zu viel. Ja, ist noch früh. Nicht zu viel, aber so, dass er doch ein bisschen was mitkriegt. Bis gleich. Und mal wieder ein René filmen, wie er mich filmt. Ich filme es für dich. Und dann kannst du das alles dann auf das Deck ziehen. Du filmst aber nicht in 4K. Dann musst du das umwandeln. Ja Leute, hier drin ist leider die blöde Maskenpflicht. Und wir hocken jetzt in so einer Bimmelbahn drin. Und da geht's auf zu dieser Festung. Mhm. Mann, jetzt muss man das tatsächlich auch einen Knauf latschen hier. Weil der Aufzug irgendwie gesperrt ist. Naja, egal. Da, dann auf da. Mhm. Tja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein hier in das Ding. Durch die Festungs- und Wehranlagen. Du schon noch weiter lauten auflatschen. Eine Wagenwinde. Okay. Aber was noch viel schlimmer ist, da geht es noch weiter auf. Nein. Wollt ihr mich verarschen? Wir gehen da. Gibt's hier keine Rolltreppen? Außer Betrieb momentan. Oh Mann. Naja, der Garten sieht zumindest schon mal viel besser aus als bei mir daheim. Wie kommst du darauf? René, was gibt's da zu lachen? Ich hab nicht gelacht, also ich habe mir auch noch nicht wieder gesehen. Aber die Chance kriege ich bestimmt noch. Schau mal weiter. Also wie gesagt, oder wie gesehen gerade, das war das Schatzhaus. Ja, ganz nett hier. Ah, ich kann noch zurückzoomen, da sieht man es auch komplett fast. Naja, schon irgendwie beeindruckend hier, muss man schon so sagen. Tja, mit so einem Töff sind wir hier hochgefahren. Da hinten muss man hochlatschen. Mhm. Ja, das ist schon heftig, wenn man bedenkt, dass es hier noch ja, ziemlich weit teilweise runtergeht. Alles hier noch so unterkellert auf gut Deutsch ist. Riesengewölbe geht ziemlich weit tief runter. Naja, schon beeindruckend. Ja, da unten der Eingang. Da hinten wäre dann das interessantere Spielzeug, was mir jetzt eigentlich mehr Spaß machen würde. Also ich möchte nichts sagen, aber nach was für ein Scheiß sieht das hier aus? Ja, da filmen wir jetzt nicht runter. Oh, das dauert immer, bis die Cam hier scharf stellt bei den Lichtverhältnissen. Aber doch, hier wird einiges gezeigt. Hey, die haben hier sogar halbwegs wohnlich gelebt. Da kann man nicht einmal jammern. Okay. Sogar einen Regenschirmständer haben sie gehabt. Ach so, okay, das war das Damenzimmer. Oh. Wie original und erhalten das jetzt alles ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Aber es sieht alles ganz ordentlich aus hier. Ja, da haben sie alte Bilder dann immer. Da hockt eine Nachbildung von dem Seppel. Da guckt er, der René. Viele nette Spielzeuge. Alte Spielzeuge. Das ist der erste Krähenfüßiger aus damals schon. Also jetzt verstehe ich, warum die meisten Leute hier, wo hier Videos gemacht haben, die immer so kurz gehalten haben, weil das ist so unfassbar viel hier. Ich filme erst wieder, wenn wir hier draußen sind, weil wer das sehen will, der soll selber hier reinkommen und sich stundenlang ja, hier doch bewegen. Also in dieser Ausstellung Waffenzeugsel von damals bis in die Moderne und irgendwas passt hier gar nicht so rein. Also, wie ich es schon mal gesagt habe, ich hole euch immer wieder bloß hinzu, weil das alles zu zeigen, das sprengt den Rahmen von einem Video. Das ist unmöglich. Und naja, aber ein bisschen mehr vielleicht als bei anderen Videos kriegt ihr ja doch zu sehen. Weil ich habe bis jetzt bloß immer Videos gesehen, wo es um die Burg rum geht und hier und da, aber nie irgendwas von drinnen. Naja. Aber es ist schon echt imposant, hätte ich jetzt fast gesagt. Gut, schauen wir weiter, was es sonst so noch zu sehen gibt hier. Und natürlich nachher was Leckeres essen, hoffe ich zumindest. Weil Hunger hätte ich so langsam. Also auf der letzten Kanone stand was von 1733. Aber was mich interessieren wird, was wird so ein Ding Schrottpreis, Messingpreis bringen? Das wäre mal interessant. Sieht man nicht, oder? Das blendet. Also ich habe mir jetzt Schnitzel, Bratkartoffeln und Gemüse geholt und lassen wir das jetzt mit schrecklicher Musik im Hintergrund schmecken. So, Freunde, noch mein Fazit dazu. Beim Fendenmarkt Oberdorf, damals in der Kantine, habe ich besser gegessen. Definitiv. Kannst du mitnehmen. Danke. Es ist Kantinenessen in dem Offizierscasino hier. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Aber satt ist man geworden, definitiv. Ja. Und jetzt schauen wir weiter. Ein bisschen schlumpern. Ja, also weiterempfehlen tue ich das auf alle Fälle nicht. Da gibt es die besten wahrscheinlich drauf. Wir gucken da mal rein. Naja, ein paar Mörser und Granaten gibt es hier auch noch zu sehen. Ja, hier geht es mal wieder tief runter und blöd waren sie damals wie heute. Das sieht man daran. Warum macht man da eine Tafel rein? Und da hinten an der Ecke haben sie auch eine Tafel neu gemacht. Moment, ich versuche es mal herzuzoomen. Habe ich sie? Ja, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Also, warum macht man in so einer Höhe an der Außenkante eine Schrifttafel neu? Blödsinn. Aber es sieht schon echt gigantisch aus hier. Das kenne ich doch auch aus einem Video. Ja, und dass der Michi nicht überall hinlatschen muss, hier auf der Festung, mache ich mal kurz weiter. Und zwar stehen wir hier vor einer Parkzisterne. Also lesen könnt ihr alleine. Er kann ja, wenn er möchte, ein bisschen auf Pause drücken, Standfoto machen, mir egal.
Ja, und dann gehen wir mal ein Stückchen hinunter an diese Wasserzisterne. Wie ihr seht,